Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2021, der Dänisch spielt das. Wir stehen mit unserem ICE TD 35 in Lübeck Hauptbahnhof. Ich habe mir gedacht, ich schenke mir den ersten Teil, wo wir von Hamburg nach Lübeck fahren, weil ja, das ist von der ereignisreich, ja, vom Ereignis her nicht so interessant. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich fange gleich hier in Lübeck an. Guten Tag, Triebfahrzeugführer. In diesem zweiten Teil fahren Sie nun mit dem ICE 35 weiter von Lübeck Hauptbahnhof über Oldenburg-Holz bis nach Puttgarden. Öffnen Sie nun die Türen und lassen Sie Ihre Fahrgäste einsteigen. Ihre Abfahrtzeit ist um 14:06 Uhr. Achten Sie unbedingt auf Ihren Fahrplan, denn schließlich müssen Sie die Fähre nach Dänemark erreichen. Haben Sie weiterhin eine gute Fahrt. Ja, damit werde ich das Ganze mal starten. So, wir öffnen die Türen. Das Licht ein. Licht ist an. Wunderbar. AFB schenken wir uns heute mal, würde ich sagen. So. Gegen 15 Uhr erreichen wir dann Puttgarden. Also nicht ganz eine Stunde. Alles klar. So, ich melde mich dann gleich nochmal bei euch. So, auf geht's, und zwar im Eiltempo. Schließlich haben wir eine Fähre zu erreichen. Also trödeln ist nicht. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir begrüßen alle in Lübeck Hauptbahnhof zugestiegenen Fahrgäste im ICE 35 auf der Fahrt von Berlin Ostbahnhof nach Kopenhagen. Wir wünschen auch Ihnen eine angenehme Fahrt. Den Wagen der ersten Klasse finden Sie am Anfang des Zuges.
Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist dann Oldenburg in Holstein. Voraussichtliche Ankunft dort wird um 14.37 Uhr sein. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Ja, unverkennbar natürlich, wie gehabt, Felix der Weise, unser Zugchef, wird uns auch bis Puttgarden begleiten. Vielen Dank an dieser Stelle und ja, vielen Dank auch an das Abo, was ich von ihm bekommen habe. Ja, ich finde, wie gehabt, ein sehr, sehr schönes Szenario insgesamt und von und mit Felix und ja, kann man nicht anders sagen. Ein wunderschönes Szenario. Vielen Dank an dieser Stelle. Was mich allerdings noch interessieren würde, wieso es am Anfang jetzt Meilen sind und nicht Kilometer. Ist das ein Bug, ist das ein Fehler oder ist das so gewollt? Felix, schreib es gerne in die Kommentare, wenn du darauf eine Antwort hast. Als erstes durchfahren wir dann Bad Schwartau und ja, es werden noch einige Durchfahrtsbahnhöfe kommen, unter anderem Timmendorfer Strand. Und gleich dürfen wir dann auf 140 beschleunigen. Ja, schaut mal, welche schöne Lok da links steht. Die gefällt mir auch sehr gut. Wunderschön. Also ich freue mich besonders auf den Teil mit der Fähre, muss ich ehrlich sagen.
Da links schön der Autoverkehr, wunderschön. So muss das sein. So, und haben dann gleich auch noch gut 20 Meilen. Ja, bis wir dann in Oldenburg sind. Von da aus sind es dann nochmal, ja, 25. 20 bis 25 Meilen. Warum es Meilen sind, ich weiß es nicht. Und da kommt der Timmendorfer Strand, der angesprochene. Scharbeutz sagt mir jetzt auch spontan nichts. Oh ja, wir sind ein klein wenig zu schnell, aber ich denke, es ist alles noch im Rahmen. So, was kommt da? Hafkrug. Hafkrug auf Gleis 2. Ah ja.
da steht ein schöner Reisebus links. Wunderschön, wunderschön. Mal wieder ein bisschen aufschalten. Wir werden hier doch ein wenig zu langsam. Das geht nicht. Wir müssen eine Fähre erreichen. Wir wollen ja nicht zu spät kommen, da die Fahrgäste wollen pünktlich nach Dänemark. Sind wir auch schon fast in Oldenburg.
So, Hasselburg. Auch eine sehr, sehr schöne Landschaft hier, muss man ehrlich sagen. Wenn man das hier mal so sieht. Wunderschön. Wunderschön, wie der sich in eine Kurve legt. 1A, perfekt. So, dann sind wir gleich wieder an dem Ort Großschlamin. Mal ein bisschen aufschalten. Am Anfang hatte ich gedacht, da steht was ganz anderes, aber mittlerweile kann ich es doch gut erkennen. Großschlamin. Auch noch nie gehört den Ort.
So, wir nähern uns in Riesenschritten Oldenburg und bis Puttgarden, bis zur Fähre ist es dann auch nicht mehr allzu weit. Leider ist die Strecke von Lübeck bis nach Puttgarden ja sehr eingleisig und dass man da halt leider nicht solche Geschwindigkeiten fahren kann, die man eigentlich mit einem ICE fahren würde. Aber ja, so ist das nun mal auch, ne? So, wir sollen Oldenburg um 37 erreichen. Ja, ich denke, das sollten wir schaffen. Übrigens, es sollte ja eigentlich am Wochenende ein Video kommen, aber die Technik hat überhaupt nicht mitgespielt gestern. Und aus diesem Grund habe ich das dann auf heute verschoben. Aber ja, so ist das manchmal, ne? Technik, die begeistert, die in diesem Fall dann überhaupt nicht begeistert hat. Und ja, deswegen habe ich dann gestern ein wenig kapituliert, muss ich ehrlich sagen. So, nächstes erster Durchfahrbahnhof Grüner Hirsch. Auch der sagt mir überhaupt nichts. So, da kommt der Kilometer 50.
2,2 in Sichtweite und das heißt, Oldenburg ist auch in Sichtweite. Und in genau 50 Meter bzw. 0,50 Meter wird unser lieber Felix das Wort ergreifen. Und ja, ich werde mich dann gleich wieder bei euch melden, weil ich werde natürlich den Teufel tun und mich in Felix Wort fallen. Das geht ja überhaupt nicht. Deshalb wünsche ich euch jetzt eine gute Unterhaltung mit unserem Zugchef. Bis gleich. Sehr geehrte Reisende, in Kürze erreichen wir den Bahnhof Oldenburg in Holstein. Der Ausstieg in Oldenburg befindet sich in Fahrtrichtung auf der linken Seite. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die dort aussteigen und wünschen auch Ihnen noch einen angenehmen Tag. Ja, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Ich finde, er hat es auf den Punkt gebracht. So, da stehen noch zwei schöne Güterwagen rum, beziehungsweise drei Kesselwagen. Und, hier mal ein wenig in die Bremse gehen. So, ich denke, das reicht so. Nee, das reicht natürlich wieder nicht. Ein Stück vor. Jetzt reicht's. Ja, es ist nicht ganz einfach in diesen Szenarien den richtigen Bahnsteigpunkt zu finden, an dem man da anhalten muss, soll. So, wir werden uns hier mal ein wenig umschauen. Vor allem werden wir abspeichern. Das ist ganz wichtig. So. Bis Puttgarn sind es dann jetzt noch gute 22 Meilen. Das denke ich geht. So, wir müssen wieder schnell einen Kaffee holen. Brötchen ist auch nicht schlecht. Wobei um die Zeit. Na komm, Brötchen. So.
Unser Zug, Ihr Heimatort. Jetzt abstimmen für 24 Zugtaufen. Große Abstimmung. Ah ja, so, so. Ach, wir als Triebfahrzeugführer brauchen kein Zugticket. Wir fahren gratis mit. Zigaretten brauchen wir nicht, ich bin nicht Raucher. Ja, wer kennt das denn noch? Hä? Eine alte Telefonzelle. Die Jugendlichen unter uns. Oder unter euch. Kennt ihr das? Wisst ihr, was das ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist eine Telefonzelle, nennt man sowas. Da musste man Geld da oben reinwerfen zum Telefonieren. Und wenn das Geld abgelaufen war, dann ist die Verbindung unterbrochen. Tja, so war das damals. Da gab es keine Handys und solche Sachen. In meiner Jugend musste ich noch in die Telefonzelle gehen. So sieht's aus. So, wir werden es hier mal hinstellen. Gleich schön die Ausfahrt des Zuges genießen. So, ich glaube, wir dürfen dann. Die Türen sind zu. Wunderbar. Abfahrt. Auf geht's Richtung Fähre. Jetzt noch gut 20 Meilen bis Puttgarden, den wir in gut 7 Minuten erreichen. Ne, gar nicht. Entschuldigung. In gut einer Viertelstunde erreichen.
So. Göhl? Sagt mir jetzt auch nichts. Wir sagen eigentlich alle Orte bis auf Lübeck und Puttgarden und Hamburg. So spontan jetzt auf der Schnelle nichts. Muss ich ehrlich sagen. Was ist das für ein Signal? Könnt ihr mir das sagen, was da gerade rechts war? Dieser leuchtende Punkt da in dem, auf dem Schild. Also, mir sagt das nichts. Wenn einer von euch eine Idee hat, gerne in die Kommentare damit. So. Ich bin da mal gespannt, ob das jetzt mit den Meilen bis Puttgarden bleibt oder ob wir gleich wieder auf Kilometer umgeswitcht werden. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Also, bleibt abzuwarten. So, 4, noch was Kilometer fahren wir dann über Großenbrode, Gleis 2, stillgelegt.
Danach geht's dann über den Abzweig Burg und dann kommt auch schon Puttgarn. Wunderschön. Schon wieder das ominöse Signal, was mir leider überhaupt nichts sagt. Also wenn ihr da die Idee habt, klärt mich auf. Also der Husten lässt mich leider immer noch nicht in Ruhe, deswegen auch die des Öfteren Mikro abschalten, weil das möchte ich euch nun wirklich nicht antun. Weil das ist, ja, muss nicht sein. Also das sollt ihr jetzt nicht mitbekommen und deswegen schalte ich öfter das Mikro ab, damit ich dann in Ruhe husten kann. Ja, bin froh, dass es die Funktion gibt, muss ich ehrlich sagen. So, da kommt doch schon großen Brode, das stillgelegte Gleis. So, dann dürfen wir gleich auch endlich aufschalten auf 120, wenn wir ein bisschen Bewegung hier reinkriegen. Und da hinten endlich 160, endlich. So, das nächste Signal ist verweigert. Das heißt, wenn ihr mal ein bisschen Leistung zurücknehmen und immer mal wieder die Tab-Taste benutzen, wird er nicht über das rote Signal sausen. Da ist das rote Signal.
So, leider haben wir jetzt einen kleinen Zwangshalt. Warum auch immer. Ich werde das mal kurz nachprüfen. So, hier sind wir. Da steht ein ICE-KI. Der wird sich ja hoffentlich gleich verdünnisieren. Wir speichern auf jeden Fall mal ab, vorsichtshalber. So. Dann schauen wir mal. Das müsste ja der Gegenzug sein. Kollege, ich will ja nichts, aber wir haben eine Fähre zu erreichen. Also, wenn es dir nichts ausmacht, du hast grün. Also bitte. So, ich bin gespannt, ob er sich jetzt da gleich mal vom Acker macht. Ich hoffe es. Ja, ich weiß nicht. Der eingeschlafen ist.
Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist hier im Szenario. Aber der bewegt sich einfach nicht. Ob ich mal ein kleines Stück vorfahren sollte. Also es tut sich nichts. Also ich werde jetzt mal gespeichert, habe ich ja.
Tja, da wären wir wieder. Aber ob sich das Problem jetzt behoben hat, kann ich leider nicht sagen. Ich glaube es beinahe nicht. Tja, ich würde sagen, unser Szenario endet hier an dieser Stelle, weil ich würde das jetzt mal provokant überfahren. Aber das wird das Problem auch nicht lösen, weil er steht ja da im Weg. Das habe ich mir gedacht, dass das passiert. Wenn ihr irgendeine Idee habt, warum, weshalb, wieso das so kam, kann ich leider, dann lasst es die schreibt es in die Kommentare. Und ja, ihr habt es gesehen. Ich fürchte, es war ein Bug im Spiel und im Szenario selber. Und ja, leider konnte ich die Fähre nicht erreichen. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Und ja. Wenn nicht, dann macht mir mal gar nichts. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und passt auf euch auf, bleibt sauber, bleibt mir treu. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer, der Danny spielt das.